Ich weiß, sie beschützen uns. Saubere schwarze T-Shirts sind am gefragtesten. Servus zusammen und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Division 2. Wir spielen Broken Winds, die Fahndung, und Ranger ist wieder bereit, streckt sich nochmal ein bisschen, denn es gilt, den nächsten Kontrollpunkt einzunehmen. MLK Memorial Library wartet auf uns, da haben wir 300 Meter Hinweg, also da würde ich doch wirklich dazu sagen, oh, der sieht ja wirklich schick aus, der Kollege hier, ne? Ja, den habe ich aber fein ausgestattet. Also mir gefällt er. So, wir legen los. Und wie immer, denkt ihr bitte daran. Jo, ganz wichtig. Ich danke euch. Es geht weiter hier. Da laufen wir erstmal lang hier an unserer Patrouille vorbei. Die bringen Material. Und wir werden gleich, da vorne ist es auch schon. Und da bahnt sich schon wieder ein bisschen Ärger an. Da werden wir doch unser Geschütz gleich mal positionieren. So, der ist schon weg. Gut. Dann kommen wir da hoch. Ja, dann können wir das Geschütz mitnehmen. So, liegen lassen haben die Jungs nicht, so wie es aussieht. So, da können wir noch ein kleines Thumbnail machen. So, jetzt aber weiter. Wir haben hier ein bisschen was zu tun. Okay. Auf der rechten Seite tut sich was. Vor uns tut sich was. Von Feinden bewachter Ort erkannt. Oh, da sind sie. Ja, aber die gehören noch nicht dazu. Die gehören nicht zum Kontrollpunkt. Ja, da ist nämlich der Kontrollpunkt. Okay. So, wo ist unser Geschütz? Wo ist unser Geschütz? Das habe ich ja echt super wieder geworfen. Eieieiei. So, da müssen wir jetzt erstmal irgendwo hin und... Ah, da haben wir irgendwie auf der linken Seite haben wir Stress, das sehe ich schon. Da müssen wir uns drum kümmern. Oh ja, da müssen... Oh, da kriegen wir Stress. Oha. Ja, jetzt kommen sie irgendwie von überall. Haben wir jetzt in ein kleines Wespennest gestochen, habe ich so den Eindruck. Zugangsschlüssel entdeckt. Ah, okay. Okay, wo sind sie? Wo spielen sie rum? Oh Mann. Ja, da müssen wir uns irgendwie in Deckung bringen, wo wir auch in Deckung sind. Tja,
Ja, wenn wir halt unsere Verstärkung mal gerufen hätte vorher, ne? Ja, dann wären die nämlich schon ein bisschen beschäftigt. Okay. Ausstattungslager, können wir das schon? Ah. Okay, Umgebung gesichert. Das wage ich aber zu bezweifeln, ob das wirklich so ist. Wir brauchen unsere Verstärkung. Alarmstufe erhöht, auch das ist richtig. Wo ist unsere Verstärkung? Ach, da hinten. So, da müssen wir irgendwie jetzt hin. Ja, da können wir sie noch nicht rufen. Da müssen wir rein und dann können wir sie rufen. Ach du Schande. Aha, so ist es also. Mit der Drohne hat das versucht. Okay, jetzt aber. Mal in Ruhe eine Leuchtrakete nach oben. Signalpistole raus. Verstärkung, die Verstärkung. Und ich möchte da hoch, weil da oben ist es einfach für mich etwas besser und übersichtlicher. Genau. So, von hier oben können wir auch mal mit unseren Raketen arbeiten. Die hat noch nicht gesessen. So, für den habe ich gleich zwei. Ah. Direkt hinter dem Ding. Das ist natürlich nicht gut. Okay, jetzt haben wir ihn. So müssen wir wieder ein bisschen aufpassen wegen der Moon. Die geht uns sonst ein bisschen aus. Schwer gepanzerter Feind erkannt. Da ist er doch, da ist er doch. Dann würde ich doch sagen, lassen wir nochmal die letzten Raketchen hier raus. So, die kriegt er, oder? Super. Sehr gut. Da springt noch einer rum. So, da ist Arthur M.U. Drake, oder wie heißt der Kollege? Oh, da kommt er, da kommt er, da kommt er. Drake. So, ich werde dich aber jetzt mal hier richtig behaken, mein Kollege. So, da hinten muss noch einer sein. So, da müssen wir mal schauen, was da noch rumliegt. Was ist denn das? Okay, nehmen wir mit. Kontrollpunkt gesichert, glaube ich nicht. Da kommt noch was. Zusätzliche Feindkontakte. Da kommt noch was. Dann gehen wir mal da hoch.
Ach du Scheiße. Der da, der ist aber ganz, ganz böse. Mit dem kriege ich Stress hier. Ah, da müssen wir runter und in Deckung. Am besten hier. Dann müssen wir aufpassen. Das Teilchen erstmal weg, das hilft. Okay, wo springst du rum? Na also, jetzt geht's doch. Nein, das wird dir nicht mehr helfen, mein Freund. So, da ist noch was, da ist noch was, da ist noch einer. Jetzt haben wir sie ohne Deckung. Oh ja, da ist noch einer. Ach du Scheiße, da kommen welche raus, oder? Jui. Das war doch klar, dass das noch nicht zu Ende ist hier. Ich sehe nicht ins Visier. Ja, da hinten springen sie noch rum. Da ist einer drin, oder wie, oder was? Nee, das kann doch nicht sein. Ich mach dich fertig. Der ist da oben? Was ist denn der? Nee, da gibt's doch keinen oben. Da gibt's einen oben. Okay. Hat die Deckung aufgegeben? Naja. So, jetzt haben wir noch zwei Stück. Noch einer. Da ist noch. Da kommen noch welche. Oh Mann. Das wird noch ein längerer Tag. Hier habe ich so den Eindruck. Irgendwo da ist noch einer. Ach du Schande, da kommen sie noch. Und das Ding ist leer. Ups, 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 ups. Oh ja, da werden wir uns jetzt erstmal ein bisschen irgendwo hier hin. Deckung, Deckung. So, dann die Drohne raus. Dann das Geschütz einsammeln. So, wo treibt sich hier alles rum? Wo treibt sich das Teil hier rum? Ah, hier unten, oder? Das müssen wir weghaben. Das stört. So, dann machen wir das Teil dahin. Irgendwann finde ich dich. So, jetzt kommen hier alles auf das Teil hier. So, und jetzt hier auf alles auf Giovanni.
Komm, Giovanni! So. Ja, ich glaube, da müssen wir in den Nahkampf gehen. Das hilft nichts, aber wir werden erstmal hier ein bisschen aufmunitionieren. Irgendwo war doch hier Munition, oder? So, das war schon mal wichtig. Und Munition ist hier. Und jetzt kommt irgendwo über uns ist doch noch einer. Irgendwo springt hier noch einer rum. So, aber jetzt müssen wir uns erstmal um Giovanni kümmern. Und was macht Giovanni? Rennt von uns weg oder wie? Ja, wie war das? Viele Hunde oder wie war es? Sind es Dingens tot? Ah! Ja, was soll denn das? So, das nehmen wir erstmal mit. Aber irgendwo müsste doch da vorne noch einer rumspringen, der sich irgendwo da oben versteckt hält. So, da haben wir Munition, da haben wir Dingens doch. Da sehen wir es doch. Im Blick. Was? Den Kontrollpunkt verteidigen. Einen müssen wir uns noch schnappen. Ja, ja, da ist da oben drin, oder was? Der ist irgendwie da hinten rumgelatscht. Und dann war er irgendwie weg. Ne? Alles so irgendwie. Ist der da rein? Ah, klar, Library. So, dann gehen wir auf der Seite hoch. Na also. Zum Modia-Geschäft verfolgt. Wir kommen hier näher. Sehr schön, dann hätten wir das auch noch erledigt. So, was haben wir jetzt als nächstes? Odia-Geschäft. Das ist natürlich wieder ein Kopfgeldeinsatz. Aber, und ihr wisst schon, was kommt, wenn ich aber sage. So, wir gehen mal ein bisschen ins Freie, damit wir etwas Licht haben. So, denn wenn ich aber sage, dann heißt es, das soll es für diese Folge gewesen sein. Das war jetzt erstmal der Kontrollpunkt, den wir hier eingenommen haben. Und wir sehen uns dann im nächsten Teil, wenn es weitergeht, hier zum Kopfgeldeinsatz. Und wir uns einen Kollegen schnappen werden, der uns hoffentlich uns sagt, wo wir dann da die letzte Geisel befreien müssen. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht. Es war ein bisschen unterhaltsam. Und ich sage tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal wieder hier bei mir auf dem Kanal. Der Baden-Farmer verabschiedet sich.